Spiele, in denen man von Anfang an eine relativ offene Spielwelt erkunden kann, nennt man Open World Games. Und während die meisten Hardcore-Gamer da an Spiele wie Just Cause, Red Dead Redemption und natürlich an GTA denken, liegen die Wurzeln der Open-World-Spiele aber viel weiter zurück, als man denkt. Außerdem sind Open-World-Games auch fast schon so etwas wie der Inbegriff von Videospielen. Ich meine, hier eine offene Spielwelt, hier ein paar Fahrzeuge, NPCs und ein paar Waffen. Viel Spaß damit, let's go! Okay. Doch Open-World ist nicht gleich Open-World, denn viele Spiele definieren ihre Open-World anders. Also, was ist eigentlich eine Open-World? Wie sind sie entstanden? Welche davon sind gut, welche schlecht? Und wie oft noch werde ich in diesem Video die Wörter Open-World verwenden? Gar keine Ahnung. All das erfahrt ihr in diesem Video. Konnichiwa, Freunde der uneingeschränkten Spielewelten. Ich bin Akido und als ich noch ein kleiner Akido war, fiel mir irgendwann mal GTA 2 in die Hände. Also gleich mal in die Blaze gejietet und bam, da war es. Mein erstes Open-World-Spiel. Zumindest glaube ich das. Denn vielleicht habe ich auch schon zuvor ein Open-World-Game gespielt und es halt nur nicht gecheckt, weil ich dumm bin. Und um herauszufinden, was eigentlich die ersten richtigen Open-World-Spiele waren, werfen wir einen Blick auf die Ursprünge der Spiele. Zuvor müssen wir aber erst einmal definieren, was ein Open-World-Spiel überhaupt ausmacht. Dafür habe ich den renommierten Videospielhistoriker Professor Dr. Dr. Offenwelt gefragt, was eigentlich ein Open-World-Spiel definiert. Seiner Meinung nach müssen zwei Punkte erfüllt werden, damit ein Spiel eine Open-World hat. Number one. Eine offene Spielwelt, die zumindest in Teilen von Anfang an frei erforscht werden kann. Number 2. Haupt- und Sidequests, deren Reihenfolge man mehr oder weniger frei bestimmen kann. Doch so eine Definition ist natürlich im Einzelfall immer schwierig. Zum Beispiel bei dem Dreamcast-Klassiker Shenmue. Dort gibt es zwar auch eine offene Spielwelt und man kann selbst entscheiden, was man als nächstes tun möchte, aber die Reihenfolge der Hauptmissionen ist immer die gleiche. Würde ich Shenmue jetzt also trotzdem als Open World bezeichnen? Ja. Ja! Einfach weil es die offene Spielwelt hat, in der man so viel unterschiedliches Zeug anstellen kann. Ihr seht schon, die festen Regeln muss man hier ein wenig aufbrechen. Aber ich denke, ihr versteht schon, warum ich das mache. Und um nun die Frage nach dem Ursprung der Open-World-Spiele zu beantworten, müssen wir ziemlich weit zurück in die Vergangenheit. Genauer gesagt, in die 70er Jahre. Denn 1975 erschien das Text-Adventure, Adventure. Dieses uralt Computerspiel handelt von einem Typen, der in Höhlen nach Schätzen sucht. Aber es ist ein Text-Adventure und wer will das schon sehen? Springen wir also sofort zum nächsten Spiel namens Adventure. Ja, in den 70ern war man mit Spielenamen anscheinend noch nicht so kreativ. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das für den Atari erschienene Game aus meinem Video über Easter Eggs. Das Spiel ist nämlich dafür bekannt, eines der ersten Easter Eggs der Videospielgeschichte zu haben. Aber egal, jedenfalls hatte es damals auch schon eine mehr oder weniger offene Spielwelt. Doch die ganzen Kriterien mit Hauptmissionen, Nebenmissionen und so weiter gab es hier natürlich noch nicht. Das änderte sich erst mit Ultima 1, welches 1981 für den Computer erschien. Okay. Das war nicht nur der erste Teil einer langen Serie, die unsere westlichen Rollenspiele definierten, sondern auch das, meiner Meinung nach, erste richtige Open-World-Spiel. Okay. Man konnte damals vier verschiedene Kontinente erforschen, die alle auf einer frei begehbaren Karte waren. Aufgaben in der Reihenfolge erledigen, wie man es wollte, und das alles auch noch mit einem selbstgebauten Charakter. Das war damals wirklich was ganz Neues. Und nachdem die Nachfolger Ultima 2, 3 und 4 dieses Prinzip fortsetzten, kam 1984 der Weltraumflugsimulator Elite. In Elite steuerte man ein Raumschiff in einer offenen Galaxie und konnte mit Weltraumpiraten und Weltraumhändlern Weltraumgeschäfte machen oder Weltraumrohstoffe einsammeln. Weltraum. 2 Jahre später kamen Nintendo-Fans dann mit dem ersten Zelda-Spiel auch in den Genuss einer Open World. Und was wäre mehr Open World als ein Spiel, welches einem einfach mitten auf der Map aussetzt und keinerlei Hinweise darüber liefert, was zur Hölle man als nächstes machen muss? Ach, ich muss in diese Höhle, um von diesem Dude ein Schwert zu bekommen? Ha, ja geil. Ist ja nicht so, als ob ich als Kind immer erst in die falsche Richtung gelaufen wäre und deswegen das Spiel nie vernünftig spielen konnte. Richtig geil, Nintendo. Richtig geil. Im Laufe der Jahre erschienen dann immer mehr Spiele, die mehr
mehr oder weniger Elemente einer Open World hatten. Von dem Piratenabenteuer Sid Meier's Pirates über VAT, einem Fahrsimulator, welcher dank Polizeiverfolgung und Passanten schon fast so etwas wie die 80er-Jahre-Version von GTA war, bis hin zu dem 1991 erschienenen Hunter, einem Spiel, welches eine Open World hatte und man dort nicht nur verschiedene Fahrzeuge nutzen, sondern auch laufen und schwimmen konnte. Echt krass, dass es so ein Spiel schon Anfang der 90er gab. Auch krass ist übrigens mein Content auf Patreon. Da gibt es nicht nur neue Tierlisten und Bracketfights, sondern auch Fanfictions und Behind-the-Scenes-Zeug von meinen Videos. Also schaut da gerne mal rein. Link in der Videobeschreibung. Viel krasser wurde es dann aber mit The Elder Scrolls 2. Ihr wisst schon, einem der Vorgänger von Skyrim. Das Spiel war so unfassbar groß, dass allein schon die Map ungefähr die Größe von Großbritannien hatte. Das muss man sich mal geben. Ein Spiel aus den 90ern, das über 15.000 Städte und Dörfer zu erkunden hatte. 15.000. Im Jahr 1997 war es dann aber soweit. GTA 1 erschien und definierte die Open-World-Spiele, wie wir sie heute kennen. Klar, Liberty City war nicht ansatzweise so groß wie Großbritannien und statt 15.000 Städte gab es nur eine. Aber hey, dafür konnte man hier fast alles machen, was man wollte. Autos klauen und damit fahren, ballern, Missionen für unterschiedliche Auftraggeber in eigener Reihenfolge erfüllen oder sich einfach nur wie ein komplett Wahnsinniger verhalten. Und wo wir schon bei den Entwicklern von DMA bzw. Rockstar Games sind. Die haben mit dem N64-Spiel Body Harvest quasi schon so etwas wie den Grundstein ihrer späteren 3D-GTA-Spiele geliefert. Und spätestens mit GTA 3 waren Open-World-Spiele dann das, was wir heute darunter verstehen. Eine Open-World-Messlatte, die Rockstar sogar noch mehrmals selbst verbessert hat. Vice City, San Andreas, GTA 4 und 5, ach, aber das wisst ihr alle schon. Inzwischen gibt es aber in fast allen Spielen irgendwelche Ansätze einer Open-World. Ob es nun abgespeckte Versionen von Open-Worlds sind, also quasi Open-Zones, wie zum Beispiel bei Monster Hunter oder Pokémon Legenden Arceus, oder die Tatsache, dass es inzwischen Open-Worlds in fast jedem Genre gibt. Von klassischen Adventure- und Actionspielen, über Rennspiele bis hin zu Ego-Shootern. Open World ist heute überall. Mal ganz gut wie in den Yakuza-Spielen, mal eher schlecht wie in L.A. Noire, mal grandios wie in Breath of the Wild und mal grottig wie in den Mafia-Spielen. Welche übrigens super Spiele sind, aber die Open World war halt nicht gut. Und dann gibt es noch Spiele, welche das Prinzip der Open World nochmal erweitert haben. Zum Beispiel Minecraft überzeugt dank seiner zufallsgenerierten offenen Spielwelt und der Möglichkeit, diese noch nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu verändern, schon seit vielen Jahren immer mehr Spieler. Und Games wie Red Dead Redemption 2 haben die Open World so realistisch dargestellt wie kaum ein Spiel zuvor. Open World Spiele sind also nicht nur voll im Trend, sondern inzwischen auch einfach nicht mehr wegzudenken. Und ich bin gespannt, welche Open World Versionen wir in Zukunft noch so bekommen werden. Ein Open World Mario vielleicht? Ein Open World Crash Bandicoot? Oder vielleicht doch ein Open World GTA? Moment. Und wenn ihr jetzt noch mehr tolle Spiele sehen wollt, auch ohne Open World, dann schaut euch mein Video über den Sega Saturn an. Die wahrscheinlich meist unterschätzte Konsole aller Zeiten.